Der kroatische Nationaltrainer Zlatko Dalic hat Cristiano Ronaldo für dessen Fehlen bei der Verleihung des Preises Europas Fußballer des Jahres kritisiert und sich gleichzeitig zufrieden mit der Entscheidung gezeigt, anstelle des 33-Jährigen seinen Schützling Luka Modric zu ehren. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Ronaldo war bei der UEFA-Auszeichnung in die Schlagzeilen geraten, weil der Spieler von Juventus Turin zunächst nicht bei der Verleihung anwesend war und sein Berater die Wahl von Modric im Anschluss als lächerlich bezeichnet hatte. Kroatien-Trainer Dalic mit schlechtem Zeugnis für Cristiano Ronaldo, dass Ronaldo der UEFA-Zeremonie nicht beigewohnt hat und diese Kommentare über Modric verdienen keinen Kommentar, sagte Dalic Sportskynovosti und zeigte sich keineswegs überrascht von dem Verhalten des 33-Jährigen. Es beweist nur, was ich immer sage, Ronaldo ist ein Egoist. Und ich würde ihn niemals in meiner Mannschaft haben wollen, warf er dem Portugiesen vor, nur an sich selbst zu denken. Er ist einer dieser Spieler, die denken, es interessiert mich nicht, ob wir verlieren, mich interessiert nur, dass ich ein Tor schieße, sagte er. Für Luka Modric, mit dem Dalic bei der WM 2018 bis ins Finale vorgedrungen war, freute sich Dalic dagegen. Er ist ein großartiger Spieler und eine tolle Person. All der Ruhm und die Bekanntheit, die Titel mit Real Madrid, haben ihn nicht verändert, lobte er den 32-Jährigen für seine Bodenständigkeit. Mehr zu Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Europas Fußballer des Jahres.